Willkommen zurück, eine neue Folge WoW The Burning Crusade Classic Phase 3. Und zwar habe ich es geschafft, die Netherschwinge auf dem auf die Rufstufe ehrfürchtig zu bringen. Und wir bekommen jetzt hier noch eine Quest. Das sind die zwei täglichen Quests. Und hier haben wir Verneigt euch vor dem Hochlord. Da sollen wir wieder mit dem Kommandanten oder Oberanführer hier sprechen und mal sehen, was der für uns als Quest hat. Ansonsten hat er auch noch die tägliche Quest, dieses Portal zu schwächen, was wir schon auf respektvoll bekommen hatten. Und wir sollen uns jetzt mit Illidan Sturmgrim treffen und wir sollen überleben. Okay. Dann schaue ich doch mal. Wo treffen wir uns? Ah ja. Dann folgen wir mal dem Oberanführer. Der hat jetzt kurz irgendwie resettet, keine Ahnung. So, jetzt schreit er hier. Wo kommt denn Illidan? Ah, hier. Er erscheint vor uns. Hat gerade mal 12.000 Lebenspunkte, okay. Schwarzen Tempel hat ein bisschen mehr. Ja, winken wir mal. Ne? Wir sind ja der Ork hier. Inkompetenter Tölpel. Ich werde mir gleich angegriffen hier. Mal ein bisschen Abstand nehmen. Ah ja, hat uns enttäuscht. Unser Pet ist schon mal getötet worden, das finde ich gar nicht toll. Dich habe ich auf jeden Fall zum Narren gehalten. Die Frage ist, ob ich jetzt hier noch rauskomme. Ah, ich werde gerettet. Okay, von den Nachtschwingen, von den Netherschwingen. Hat mich quasi vor dem sicheren Tod bewahrt. Yarsil, der Söldner. Mal sehen, wo es hingeht. Was ich mich frage, manchmal ist ja noch ein riesiger Drache, Netherschwingendrache, mitten im Camp aufgetaucht. Mal sehen, ob das hier auch noch der Fall ist. Jetzt fliegen wir erstmal vom der Netherschwingenscherbe weg. Mein Pet immer noch tot. Kann ich auch derzeit nicht wiederbeleben. Schönen Rundflug über das Schattenmondtal. Hier unten Städte der Mondfinsternis. Da hatten wir auch Elite-Quests dann mitgemacht. Hier das kleine Lager der Arakoa. Und hier linker Hand die Wildhammerfeste. Ich schätze mal fast, dass wir da jetzt hinfliegen oder fliegen wir noch weiter bis nach Shadrath, weil in der Quest steht ja, dass wir Barthamus im unteren Viertel von Shadrath auffinden sollen. Ja, wir fliegen zumindest an der Wildhammerfeste vorbei. Das heißt, wir fliegen jetzt den ganzen Weg zurück nach Shadrath. Ob die Peitsche der Himmelsteiler jetzt quasi aktiv ist bei dem Mob und er dadurch schneller fliegt, ich habe sie ja an. Wenn ich hier außerhalb der Instanzen queste. Das wäre auch ein schönes Reittier, ne? Durchschimmernder Netherschwingendrache, der immer mal hier so arkane Energie, würde ich fast schätzen, von sich absondert. Hier sind wir bei der Feste der Legion. Ich hoffe, dass der
nicht irgendwann einfach despawnt und wir runterfallen. Das wäre nicht so nett von ihm. So, wo will er denn jetzt lang fliegen? Macht er irgendwie so einen Bogen? Er bringt uns auf jeden Fall aus dem Schatten runter schon mal raus. Machen wir eine Rundflugfolge hier. Hoffen wir mal, dass der jetzt wirklich in Shadrat landet und nicht noch über die gesamte Scherbenwelt einmal fliegen möchte. Obwohl man sich das auch schön angucken könnte. Hier drüben die Allianzfeste. Auf der anderen Seite war hier der Blutelfenturm. Und da vorne das helle Schimmern, was ihr seht, das ist, kommt von dem Naru. In der Mitte von Shadrat, da habt ihr immer so einen Anhaltspunkt, wo Shadrat liegt. Hier drüben die Dornengipfel, da geht's rüber zur Höllenfeuerhalbinsel. Linkerseits erstmal die Hochseen und dort geht's runter zur Knochenwüste auch in Dun mit den vier Instanzen der Wälder von Terokar. Weiter nördlich geht's dann zu den Zangarmarschen und da drüben seht ihr schon die ersten Bäume von Nakrand. Aber ich schätze mal, er setzt jetzt zur Landung an. So, da unten wird uns auch schon die Quest angezeigt. Jetzt bitte nicht bei den Sehern absetzen. Ich bin hier ein Mitglied der Aldor. Das könnte böse enden. Obwohl, er wird einfach nur rausgeportet. Ich habe schon mal probiert, von den Sehern die Einheiten umzubringen. Selbst wenn man es schafft, man bekommt keinen Ruf und wird dann trotzdem aus Shadrat rausgeportet und hat dann erstmal einen Debuff auf sich von 10% auf alle Werte und so. Auch nicht so toll. Aber Shadrat soll ja nicht zum Kämpfen sein. Okay, wir sind hier angekommen. Jetzt beleben wir erstmal unser Tier wieder. Und so wie ich mir das schon ausdenken kann, werden wir jetzt uns eines der Netherschwing-Reittiere aussuchen können. Schätze ich mal. Zumindest sind die hier zur Auswahl. Gibt es erstmal die Quest zu Ende. Ah, und jetzt können wir uns einen raussuchen. Okay. Ja, wer sieht denn ganz gut aus? Also, Voranaku, der ist so. Gehen mal ein bisschen näher ran. Ein bisschen die Netherschwingen zu betrachten. Ne? Der ist sehr violett. Hat hier die hellen Schlitze auf dem Rücken und einen grünen Sattel. Dann haben wir hier einen, der ist eher ganz in grün gehalten, so mehr fellmäßig von der Farbe her. Hier ist einer so azurblau. Dann haben wir hier noch einen ganz dunklen. Oh, das Lagerfeuer. Dann haben wir hier einen ganz dunklen. Der sieht schon fast eher aus wie die, die wir in der Instanz immer gesehen haben. Hier, der ist etwas heller, aber. Jetzt rennt unser Pet hier blöd rum. Das Pet wegpacken oder so. Ja. So, dann haben wir hier eben den, der etwas dunkler ist als der hier drüben. Nicht ganz so lila, aber heller als hier. Und hier wäre einer, der so ein bisschen blau ist. Also ich würde entweder zu diesem ganz dunklen tendieren oder zu dem violetten. Mal gucken, was passt denn besser zur Ausrüstung. Müsste ich den. Ich habe hier noch so einen Wappenrock an, oder? Oder ist das die. Nee, Brustplatte. Ah, das ist hier dieser Wappenrock. Okay. Wenn ich dann später die Sachen anhabe. Die Hose passt halt mal überhaupt nicht dazu zu dem Set. Deswegen zieht man meistens auch den Wappenrock an. Das sieht so eher rötlich aus.
zu dem rötlichen Pass eigentlich überhaupt kein Drache, mal ehrlich zu sein. Okay. Also zu dem nicht. Da lassen wir lieber den Wappenrock an. Und hier fehlen noch die Hosen. Lassen wir lieber den Wappenrock an. Der hat so ein bisschen was Grünliches. Da würde fast der Drache am besten passen. Der gefällt mir aber irgendwie nicht so. Hier passt der Sitz ganz gut, ne? Bei dem Violetten. Aber der hat den auch. Komm, wir nehmen den Dunklen. Der sieht irgendwie am epischsten aus, finde ich. Onyxien. Da heißt schon fast wie Onyxia. So. Und damit haben wir den Drachen erhalten. Der ist jetzt hier bei uns im Rucksack. Ziehen wir doch gleich mal in die Leiste. Und damit haben wir jetzt einen Lederschwingendrachen, mit dem wir die ganze Zeit fliegen können. Und nicht mehr das Standard-Mount, den roten Greifen. Dann können wir das Teil auch löschen. Ist ja leider noch in The Burning Crusade so, dass man nichts hat mit den Flugreittieren. Und jetzt möchte ich aber trotzdem nochmal... Ah, auf der Karte stehen die alle noch da, ne? Jetzt möchte ich aber trotzdem nochmal schauen, ob wir hier unten noch irgendeine Quest haben. Ne, also bisher sehe ich keine. Ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben. Gibt es hier noch eine Quest? Weil manchmal kommt hier ein großer Drachen, oder ist es sogar ein Drachenaspekt, der eben auf der Niederschwingenscherbe auftaucht. Den habe ich jetzt in meinen Quests nicht gesehen. Vielleicht wisst ihr ja, was man da machen muss, um den zu rufen. Okay, dann hoffe ich, euch hat die Folge gefallen. Ihr könnt jetzt hier den schönen Netherdrachen bewundern, den ihr auch bekommen könnt, sobald ihr die Netherschwingen auf ehrfürchtig habt. Ich werde noch ein Video machen über die Dailies, die ich so immer mal mache. Jetzt derzeit nicht jeden Tag mehr, aber die man ganz gut machen kann in Phase 3, die auch ziemlich schnell gehen. Und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir noch ein bisschen über Phase 3 uns unterhalten können. Bis zum nächsten Mal. Ciao.